Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Hilos TV. Erneut eine Folge Let's Play Together the Forest. Natürlich wieder mit dabei unser lieber Kodiak. Das Lager. Schlappe! Es wird schon wieder direkt Oh, wieso immer rausfallen. so dicht am Fleisch gestellt? Aua! Wie ihr seht, Junge! wir werden die ganze Zeit hier belagert. Was ist denn mit ihr? Komm her. Ne, die kommt nicht weg, die wird jetzt platt Wieso gemacht. hat die so komisch rot leuchtende Fäuste? Ne, 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 ne. Tschüss. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Wie gesagt, das Lager, der Grundriss steht. Wir sind dabei, wieder fleißig Steine zu sammeln und es weiter aufzubauen. Werden aber eigentlich durchgehend belagert. Bisher ist Kodiak nicht gestorben. Hä, was soll das denn heißen? Eigentlich läuft Das das. verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach, sorry. War es jetzt notwendig, da extra darauf hinzuweisen? Weil normalerweise, also. Was? Wo? Wo? Was? Wo? Ein Gegner. Wo? Was? Wann? Ich schwöre, ich habe einen gesehen. Oben hier. 9 Uhr. 9 Uhr. Oh ja, da ist er. Alter! Oh, ich bin fast tot! Komm mir nicht über das Steinding drüber. Ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg. Ich kite ihn. Mach ihn platt. Ich muss erstmal was essen. Ich nehme erstmal hier so ein Schnitzel. Komm her. Jetzt habe ich das Schnitzel in die Hand genommen, ey. Sonst Das ist ist es echt. essen. Jetzt bin ich dran. Was? Ah, hier, da musste der Kodiak wieder von hinten. Wow. Was machst du denn da? Kannst du den aber töten? Siehst du, geht doch ganz einfach. Was machst du denn da so ein Terror? Muss jetzt auf jeden Fall erstmal was essen hier. Kann man das hier wohl essen? Ich? Also ohne Scheiß, wir können gar nicht so viele Körperteile grillen, wie wir Körperteile nachgeschoben bekommen. Meinst du nicht? Nee. So, dann sind die nächsten Teile. Gut. Dann kann ich Hier die Körper leben, ja auch hier wieder scheinen wirklich mitschleppen. sehr, sehr viele von diesen komischen Dingern zu leben. Also, ich will mal nicht viel sagen, ne, aber die Mauer hier vorne sieht nicht safe aus. Welche Mauer? Wie hier? Da, Meinst du, die können da ja. drunter herkrabbeln? Es sieht auf jeden Fall scheiße aus. Ja, was soll ich machen? Ich hab das Spiel nicht programmiert. Wo rennst du mit dem hin? Ärgerlich. Ja, der muss weg hier, der stinkt. Oh Gott, oh Gott. Ich mag die Körperteile nur gegrillt. Hier liegt auch noch was, kannst auch noch wegtragen. Ja, ich will. Ist er noch ein Arm oder ein Bein dran? Ja, nee, der kommt da Ein ja nicht weg, Stück. der kommt da ja erstmal in die Basis. Der muss ja erstmal ausgearbeitet werden, sag Yeah, ich mal. ich habe auch eine Schildkröte. Nee, die habe ich gerade schon angeschlagen. Wo ist denn. Hä? Die war quasi schon fast platt. Ich habe sie dann gehen lassen, weil ich Mitleid hatte. Ich habe den Schildkrötenpanzer aber nicht bekommen. Dann hast Richtig du die wahrscheinlich herstellen. komplett zerfetzt. Ich habe ja gegen den Kopf geschlagen. Dann hast du wahrscheinlich vorher gegen den Panzer getreten. Toll. Toll, Danny. Ganz toll. Frisches Wasser, lecker. So, hier mal die Knochen bald fertig. Was ist denn eigentlich mit dem Tor? Was für ein Tor? Ja, hier müsste ja irgendwie einen Durchgang haben, wo man, ne, wo die jetzt nicht unbedingt. Ne? Ups, einen kleinen Vogel getötet. Ja. Genau. Ja. Nee, ich weiß nicht, aber muss man gleich gucken, ob das auch aus Stein gebaut werden kann oder ob man da dann bestimmt eine Holztür reinsetzen muss. Oder ob man es offen lässt und dann einfach da eine Falle hinbaut. Klar, was glaubst du, wie schnell ich in der Falle hänge? Wahrscheinlich instant. Ja. Ja, wir können aber so hier so ein Dingsgestell für Fälle und so. Müssen wir auch wieder bauen. Ich gucke mal eben. Du lasse Felllager. deine Fantasie freien Lauf und baue, was du Was meinst du? möchtest. Was Lass deiner meinst du? Fantasie freien Lauf und bau, was du möchtest. Ja, also, mir würde da was einfallen, aber das wäre auch nicht jugendfrei. Deswegen lasse ich meiner Fantasie besser nicht. Hier ist schon wieder irgendwo mal jemand am Ja, bei Rumschreien. mir. Ah, ich komme. Ah, das ist auch schon wieder so ein Dicker, Ja, echt? Der hat auf jeden wa? Fall eine Der dicke Typ mit acht Schulter gehabt. Armen. Ah, ich bin gleich da, das gebe ich dir. So, ich komme jetzt. Siehst du, er hat nur gehört, dass ich komme, da ist er direkt auf den Boden gefallen. Ja, es war doch ganz easy. Nicht, dass es hier immer so lange dauert.
es nicht mehr ertragen. Ich bin voll mit Echsenhaut. Ja, ich bin ja schon dabei, so ein Ding zu kreieren. Ja, das muss aber halt schneller alles, gehen. Das dauert halt alles seine Zeit, ne? Gut, Ding will Weile haben. Und so. So, ist auch noch ein Steinchen. Ihr dürft übrigens alle den Floschi mal auslachen, weil er erkältet ist. Trottel. Vor allem so, immer zum passenden Zeitpunkt. Ja, wäre auch langweilig, wenn du krank werden würdest, bevor du arbeiten musst. Das ist Glück, wenn du jetzt dich ja krank melden. Ja, wenn du frei hast, dann musst du ja die Krankheit bekommen, damit die auch vernünftig auskuriert werden kann. Richtig. 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 Ah. So, 10 Stöckchen sind schon mal dran. Dann wollen wir mal die nächsten 10 besorgen. Bam, 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 bam. Aber wo? Das ist hier die Frage. Da sind auch schon wieder Steine gespawnt im Lager. Ein Stöckchen. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier gleich von einem Krokodil angegriffen werde. Ich weiß nicht warum, aber... Zwei Stöckchen, drei Stöckchen. Ich habe noch einen zweiten Schildkrötenpanzer. Nice! Kannst du gleich mal... Ich will mal ein Stöckchen draufschmeißen. Aufschmeißer. Ja. Die Stöckchen sind hier absolute Mangelware. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt mal eben kurz in den Wald gehe, Hex-Hex mache und hier das Inventory voller Stöcke. Das ist... Das ist schwierig. Mühselige Sammelarbeit. Aber ich habe jetzt das Gestell ist jetzt fertig. Wo ist denn unsere Base? Wo ist denn unsere Base? Hä? Wo bin ich? Ach, da bist du. Was? Wo bin ich? Was ist denn das hier für ein Film? Wir haben es gleich geschafft. Noch 38 Steine. Wow, dann ist ja die erste Wall quasi fertig. Ja. Ja, super. Wie viele Steine kann man eigentlich aufnehmen? 5 Stück nur. Spinne. So, du kannst jetzt die Häute kannst du jetzt aufhängen, das Gestell ist fertig. Ja, okay. Wie viele Stöcke fehlen denn jetzt noch? 2. Ja gut, die krieg ich zusammen. Kann man hier doch bestimmt irgendwo rum. Oh, doch nicht. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Wo sind die ganzen Stöcke hin? Hä? Wo war jetzt das? Ach hier, nee. Ach. Ach hier, nee, doch. Lalalala. Ich hab so viel. Zack, 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 zack. So, die Stöcker für den zweiten Panzer habe ich auch fertig. Dann brauchen wir jetzt nur noch Regen. Aber wenn Regen ist, dann funktioniert das Feuer wieder nicht. Also ist irgendwie suboptimal alles. So, da bin ich wieder hier. Was hast du denn alles an Häuten dabei gehabt? Ja, immer alles. Läuft bei dir. So, was habe ich jetzt noch im Inventory, was so viel Platz wegnimmt? Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Der komische Hammer. Komischen Speer habe ich. Ich eher mal. Kurz 3. Lalalala. Noch die Körperteile. Ach, ich wollte ja den Schlitten. Wo sind jetzt die ganzen Leichen hin? Hast du die Leichen weggebracht? Da habe ich ein bisschen weiter weggelegt, ja. Wo denn? Mal hier, mal da, waren ja einige. Ja gut, da waren aber noch Körperteile dran, die ich brauchte. Ich habe, glaube ich, 2 weggetragen. Eine liegt hier oben, glaube ich. Hier. Siehst du mich? Warte, warte. Ja, ich komme. Ich hätte einfach meine Leichen weg. Entschuldige.
So unverschämt halt. Der Typ hat so viele Arme, da weiß ich gar nicht, wo ich drauf hacken soll. Auf die Arme, dem, auf die Arme, die ihm gehören. Dankeschön. Und dann nehme ich noch deine Beine mit. Die sehen auch sehr lecker aus. Sehr smack. Die Leiche ist wieder entweiht. Ist sie entweiht? Entweiht, ja. Ja, geschändet. Oh, Tabletten, sehr schön. Die hatte der dabei, oder was? Nee, die oben liegen noch Koffer. Achso. Die habe ich hier mal kurz weggelootet. Schokolade habe ich auch nochmal wieder gefunden. Ja, jetzt läuft's doch wieder, ey. Jetzt ist ja wieder hier. Muss halt erstmal wieder so ein System drin haben, ne? Weißt du? Erstmal brauchst du wieder eine Base, dass du wieder safe bist, wenn da gleich wieder 36.000 Motherfucker angerannt kommen. Motherfucker. Und dann ist auch alles gut. Jetzt läuft's auch wieder. Was? Wo? Doch, da oben. 9 Uhr wieder. Komm. Bist du ihn? Schaffst du ihn? Ja. Ich weiß nicht, ob kein Ausdauer mehr. Hat er sich voll auf mich konzentriert, der war gerade so glücklich. Fuck. Nee. Achso, okay. Ja, sicher. Ich nehme ihn mal kurz mit, ne? So, kurz wieder. Zu besseren Verarbeitung. Wo sind die Fischis? Hast du hier Fleisch? Was liegt denn hier für Fleisch im Feuer? Ich glaube Hähnchen und. Oh, klar, die haben sie getroffen. Mist, jetzt ist die Ex auch noch rausgerannt. Zack, da bist du weg, mein Freund. So, du, wenn du in unserer Base spawnst, dann ist das Pech, ne? Dann ist das Pech. Das ist einfach Pech. So, jetzt kommt der zweite Part drauf. Kannst du dich mal eben kurz an dem Fleisch gütlich tun, damit ich wieder Körperteile draufpacken kann? Ja. Hier ist noch ein Stückchen Fleisch, das kannst du dir noch gönnen. Ach jo, Leute, was wollt ihr denn? Ihr wisst doch, wie das ausgeht. Oh ja. Komm ran hier auf den Meter. Nix da, ja. Komm, wenn ich hier rauskomme, ne? Los, pack ihn dir, Tiger. Wenn ich hier rauskomme, ich bin raus. Jetzt gibt es mal. Ja, ich komme nicht raus! Zack! Händchen verloren und noch einen und weg mit dir hinfort! Wie, das war's schon wieder? Nein, ich hab's doch schwach. Ein wahnsinniger Hack, der. Boah! Was? Flog gerade einfach mal ein Stück Körperteil. In deine Richtung? Ach, guck, ich hab auf den Arm eingehackt und hab das Bein abgehackt. Du Profi. Gut animiert. Ach, Mann, gut animiert. Und nicht rein hier. Boah, jetzt müssen wir mal einmal rumlaufen, das ist ein Scheißzaun. Also dieser Hubbel da, ne, der gefällt mir nicht. Also das sieht so scheiße aus. Sag. Nimmst du das Ding hier vorne wieder ab? Ich guck mal eben nach einem Tor. Was nehme ich ab? Ja, hier diese, wo wir das Türchen hinbauen müssen. Felswand, Felspfad, Baumhaus, okay. Baumhaus. Treppe. Baumharzsammler. Ob es nicht alles gibt. Eine freistehende Seilrutsche. Und das war gemein. Auf den Arm, kleinen Vogel. Wo hast du denn überhaupt die Tür gefunden? Ich finde hier nicht mal eine Tür. Ich glaube, du kannst, also du musst da diese Holzpalisaden bauen und da kannst du quasi, glaube ich, eine Tür reinmachen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss mal gucken. Geht das denn bei Stein auch? Weiß ich nicht. Ich
Das wäre ja ganz gut zu wissen. Ja, vielleicht kann man ja einer. Glaub nicht. Da ist es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist ärgerlich. So, ich glaube, ich baue mir jetzt mal eine gute Holzrüstung. Kannst du mir auch eine bauen, bitte? Du wirst du, glaube ich, alleine machen müssen. Ich denke nicht, dass das. Ich kannst du dir aufs Tablett legen. Ja, bestimmt. Irgendwie geht meine Gesundheit auch nicht mehr so richtig hoch. Nicht irgendwie so. Hast du jetzt gerade zufälligerweise die Taste gedrückt, um in-game zu reden? Weil Nee, hast du mich gehört? Doppelt oder was? ich höre dich die ganze Zeit doppelt, ja. Sorry. Ja, ich hab Q gedrückt, dann hast du das Walkie-Talkie in der Hand. Nee, das gefällt mir nicht. Warte. Hallo, das Feuer soll angehen. Jetzt habe ich den scheiß Fuß gegessen, oder was? Mein Gott, jetzt esse ich hier echt die Eingeborenen, weil ich das Feuer nicht ankriege. Oh, das geht mir auf den Zeiger. Ich muss scheiße mit dem Schlitten hier rum. Obwohl, jetzt ist ja eh wieder dunkel, ne? Ja. Mann, 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 das ist aber auch hier so ein Jahresprojekt, dieser Zaun. Ja gut, jetzt momentan mache ich ja die ganze Zeit noch andere Sachen. Ne? Wenn ich jetzt natürlich straight mithelfen würde. Ja, dass du wieder dein eigenes Ding durchziehst, ist mir klar. Ja, sicher. Du, ich muss ja erstmal ein paar Knochen haben. Du kannst jetzt auch eine Knochenrüstung machen. Nimmst du 6 Knochen und Stoff müsstest du ja genug im Inventory haben. Alles kombinieren, dann hast du eine Knochenrüstung. Ja, man, das ist ganz gut, wenn wir das für die Nacht noch haben. So, wie viele Steine kann ich denn jetzt mal aufsammeln? 4, 5. Hallo? 6 geht nicht. Ich kann echt nur 5 Steine tragen, das ist so lächerlich. Und grillt schon wieder einer oben am Hang, wieder 9 Uhr. Mal mit deinem 9 Uhr, ey. Du musst mir erst mal sagen, wo 12 ist, dann kann ich mich auch Ich mal finde das krass, dass die orientieren. Gegner immer von 9 Uhr kommen. Neun Uhr? Ja, der kommt zu mir! Ne, der will zu dir. Ha, der wollte dich hauen. Hallo, ich stehe hinter dir. Du musst auch aufpassen, wenn ich hinter dir stehe. Oh. Oh, ist er tot. Kommt noch einer angerannt. Ein Double Fuck. Der ist jetzt hinten hinter die Mauer quasi. Da oben rennt er am Hügel an. Denkst du. Okay, dann brauche ich weiter. Genau. Lass ihn mal rennen da, den Lump. War echt dunkel wieder, du. Oh, der steht hier noch. Ja. Der steht hier noch. Bei Ja, ich mir. komm. Ich komm zu dir und rette dich. Immer schön auf den Kopf. Du, der ist tot. Suppi. Ich glaube, der muckt nicht mehr auf. So, jetzt wollte ich mir mal eben kurz die Rüstung bauen. 6 Knochen und 3-mal Stoff. Wie baut man denn wohl den Bogen? Das weiß ich nicht, Den du. Bogen habe ich ja schon, sehe ich gerade. Wow. Wow. Liebe Leute, herzlich willkommen bei Hilos TV. Naja. Pfeile wären noch nice, ne? Bietet sich bei einem Bogen an. Du kannst natürlich auch versuchen, Speer aufzulegen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Danke für diese hervorragenden Tipp. Da läuft halt bei mir. Survival-Experte Danny. Elfenbein. Was soll das denn sein, das ist? Warte da. Aber ohne Witz, wo kriegt man denn diese komischen Federn her? Ich habe noch keine einzige Feder gefunden. Ich denke mal, wenn du Vögel klatscht. Ich habe schon so viele Vögel geklatscht. Tja. Nächster Tipp wäre jetzt, ich denke, wenn du Wildschweine klatscht, aber das ist unwahrscheinlicher. Okay, da schreit wieder irgendwo einer. Ich glaube, irgendwo, ja, der ist rechts von dir. Ist wie ein Fackelträger. Komm raus. Ich meine, das ist stark, Danny. Die mal live. Ja, das Problem ist halt die Ausdauer. Wenn die Ausdauer weg ist, kannst du auch nicht mehr kämpfen. Und du brennst schon wieder. Ja, alles gut. War mir zu dunkel. Och Mann, jetzt lasst uns doch mal in Ruhe. Wir wollen doch hier nur eine kleine Base bauen. Was ist denn euer Problem? Hinter dir noch einer? Hinter dir noch einer? Noch einer? Ein dritter? Ja, ich bin hier. Ich nehme den einen hier. Der ist gleich down. Okay, der ist Einer meines ist tot. down. Zwei Ja, down. alles klar. War nicht ein dritter hier noch irgendwo? Ja, gut, er hat wahrscheinlich gesehen, wie wir seine Leute verprügelt haben und ist Aber hier ist abgehauen. eine Schildkröte, die ist auch schon ein paar Mal. Schlauer Junge. Schlauer Junge! Ich habe Feuer gemacht. Wow, du hast so ein Feuerzeug dabei. Nicht ganz das Drama. Mal wieder alles schlecht. Dass man echt nur fünf Steine aufheben kann, ne? Ja, ein bisschen freaky. Kann man nicht irgendwie so ein. Steine schlitten. Ja, ich glaube, du kannst sie wirklich in den Schlitten legen. Muss ich mal ausprobieren. Aber dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Er wird es höchstens dann was bringen, wenn man, wenn einer das Ding schiebt und der andere halt die Steine aufsammelt und reinschmeißt. Ja. Dann könnte das eventuell sogar tatsächlich zeitlich sinnig sein. Ansonsten rennst du hier natürlich die ganze Zeit wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend. Ja. Schreit denn da die ganze Nacht? Also mir ist ein bisschen kalt. Geh ins Licht. Ich glaube, ich werde mich gleich mal kurz neben das Lagerfeuer setzen. Meine Sicht friert nämlich gerade ein. Ja, dann lass uns mal kurz zum Lagerfeuer gehen. Nehmen noch ein bisschen Schweine Ja, an. kurz. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir wärmen uns ein wenig auf. Wir haben das Ende der Folge erreicht. Wir danken euch mal wieder fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo da. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen!